Hallo Max! Hallo Nils. Was machen wir heute? Fahrstuhl fahren. Fahrstuhl fahren. Und was braucht man dafür? Ein Flaschenzug. Genau, und heute erklären wir euch, wie man einen Fahrstuhl macht. Wenn einem eine Rolltreppe zu langweilig ist, dann baut man die Wände einfach so richtig aus massivem Holz, damit man sich eine Spezial-Niro-Metallstange hinschweißen kann, um die dann an der Wand festzuschrauben, bringe einen Segelflaschenzug an und hänge daran einen Hängesitz und fertig ist der Fahrstuhl. So, ich will das mal demonstrieren und übergebe die. Oh, ganz weg die Leiter. Ja, sieht schicker aus. Sieht schicker aus. Gut. Dann übergebe ich gleich mal an Max, der hier das Ganze dokumentarisch. Also, erstmal rein. Hui! So. Und dann haben wir hier oben einen dicken Knoten. Ich weiß nicht, ob man den sieht. Daran ist die Seilbefestigung. Und ich lasse mich jetzt hier mal professionell herunter. Mache den Knoten auf. Jim, 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 jim. So. Werden Sie Zeuge einer Live-Querschnittslähmung? Nein. Und Ich auf hoffe ist nicht. und ab geht's. So, up, an dem Haltebalken. So, und man sieht hier den Knoten, das ist der Durchlaufschutz. Wenn der oben ist, dann hänge ich auf dieser Höhe fest. Das ist relativ niedrig. Und jetzt kann ich freihändig schaukeln. So. Und man kann sich natürlich auch wieder hochziehen. Das ist ein bisschen anstrengend, das machen wir jetzt nicht komplett. Ich sage danke an Yogi und Karl, also Yogi hat mich mit den Segel-Equipment unterstützt und mir die Niro-Stahlstange geschweißt. Und Karl hat uns hier die Wände gebaut und. Ach so, und Christina hat Dori den Hängesitz geschenkt. Genau, und somit haben wir Fahrstuhl. Dein Abgang muss einfach nach oben sein, Nils. Tschüssi. Wir singen.